In diesem Video deaktivieren wir ein weiteres Nerv-Feature, das Windows 10 von Hause aus mitbringt. Ich spreche von der Websuche im Startmenü. Was meine ich mit der Websuche im Startmenü? Naja, wenn ich hier unten mal reinklicke oder das Startmenü öffne und ja, was suche, zum Beispiel suche ich mal nach Donald und was bringt er mir da? Naja, Ergebnisse, die ich gar nicht haben will, weil ich bin es halt hier gewohnt, nach meinen Programmen zu suchen. Wenn ich irgendwas im Web machen will, dann würde ich das Ganze hier nicht hier machen, sondern halt in meinem Browser. Deshalb nervt mich das Ganze. Das Video hat ja jetzt im Titel 2021 stehen und das stimmt gewissermaßen auch, denn diese Methode ändert sich regelmäßig. Das heißt, dieses Video ist jetzt nur für einen bestimmten Zeitraum unter Umständen gültig, solange bis halt Microsoft wieder eine andere Methode hat, das zu deaktivieren. Die Methode ist immerhin relativ unkompliziert und schnell, naja, von daher ist das jetzt erstmal okay so. Schaut mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr genau das hier, das ist alles, was wir brauchen. Ich drücke einmal die Windows- und R-Taste gleichzeitig, dann komme ich hier in diesen Ausführungsdialog und hier gebe ich Regedit ein. Das bestätige ich einmal mit Enter, hier bestätige ich nochmal mit Ja und alles, was wir jetzt machen müssen, ist hier diesen Pfad einmal reinkopieren, hier oben in diese Adressleiste im Registry Editor. Klick einmal Enter und jetzt klappt er mir jetzt zwar den ganzen Pfad auf, also man sieht hier Microsoft und Windows. Hier fehlt jetzt aber der Ordner Explorer. Falls der bei euch schon da ist, könnt ihr den folgenden Schritt überspringen. Bei mir ist er ja noch nicht da, deshalb mache ich hier einen Rechtsklick auf Windows, sage Neue Schlüssel und den nenne ich jetzt natürlich Explorer. Jetzt habe ich also das Verzeichnis hier angelegt und jetzt brauchen wir einen neuen D-Word-Wert. Hier wieder einen Rechtsklick rein, die 32-Bit-Variante auswählen und den nenne ich hier Disable Search Box Suggestions. Das war jetzt wieder sehr deutsch ausgesprochen, aber ihr seht es ja hier geschrieben. Das klicke ich dann an mit dem Doppelklick und wähle den Wert 1. Einmal auf OK. Ich glaube, jetzt hat das noch nicht direkt gezogen. Ne, das ist noch da. Wir melden uns aber mal ab und neu an und schauen, ob es dann erfolgreich war. Und wie ihr jetzt sehen könnt, war es erfolgreich. Einfach abmelden, neu anmelden und ab dann ist die Websuche hier deaktiviert. Sehr gut.